So, Freunde, jetzt sind wir endlich bei Teil 3, den legendären Monturen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da eigentlich schon die ganze Zeit drauf gewartet habt. Also, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, an Monturen zu kommen, beziehungsweise vier. Und ich werde auf alle die Möglichkeiten hier bei den entsprechenden jeweiligen Monturen eingehen. Und ja, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. So, die erste legendäre Montur ist die Küstenreichkleidung. Das ist eine Art so Seefahrer-Outfit, würde ich es mal nennen. Und die ist in-game käuflich erwerblich mit einem Einsatz von 5000 Drachmen bei einigen Händlern. Ist die Küstenreichkleidung dann euers? Dasselbe gilt für die Nordreichkleidung. Ebenfalls 5000 Drachmen. Ich will immer Golden Eagles sagen, whatever. Natürlich Drachmen. Und das ist dann eigentlich auch schon die letzte Montur, die man mit Drachmen kaufen kann. Denn das hier ist zum Beispiel die Wüstenkobra. Die Wüstenkobra gibt es nur entweder, wenn ihr das ganze Spiel vorbestellt habt als Deluxe-Version oder aber wenn ihr das normale Spiel mit dem Deluxe-Paket, glaube ich, nennt sich das Ganze, für einen 10er upgradet, dann bekommt ihr hier die Wüstenkobra-Montur, zwei legendäre Waffen, wenn ich mich nicht täusche, und ein legendäres Reittier. Den Fangzahn heißt das Pferd. So, dann haben wir hier die Sachmet-Montur. Die Sachmet-Montur bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr im Tempel der Sachmet alle Nebenquests erfüllt und danach den anschließenden Kampf in der Arena auch noch siegreich beendet. Dann bekommt ihr diese imposante Katzenmontur, würde ich es mal nennen. So, den Kollegen kennen wir auch. Das ist Altair Ibn La'ahad. Der Hauptprotagonist aus dem allerersten Assassin's Creed und den kann man sich als Reward im Ubi-Club freischalten. Das gleiche gilt für diesen jungen Mann, den wir auch kennen, Ezio Auditore della Firenze aus Assassin's Creed 2, ebenfalls im Ubi-Club freischaltbar. So, und damit kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die echt Geld kosten. Da haben wir als erstes mal hier die Pharaonenrüstung. Sieht sehr imposant aus, muss ich zugeben. Und ist erwerblich im Online-Shop quasi in-game für 500 Helix-Credits. Und das entspricht genau 4,99 Euro. 5 Euro haben oder nicht haben, sind schon 10 Euro. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, ob ihr das ausgeben wollt oder nicht. Dasselbe gilt für diesen Herrn, den Skarabäus-Krieger. Und der sieht tatsächlich so aus, als sollte man sich besser nicht mit ihm anlegen. Und wenn er mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, die 5 Euro, die habe ich ausgegeben, denn der sieht einfach nur episch aus. Der Skarabäus-Krieger. Und jetzt wird es ein bisschen gruselig. Psst. Die Mumie. Ist natürlich absolut geil. Also der, wenn der mir irgendwo in so einem Grab begegnen würde, da würde ich mir auf Deutsch gesagt in die Hose scheißen. Und die Montur werde ich in-game nur noch anziehen, wenn ich nachts irgendwelche Leute heimlich niederstrecken will. Denn das ist, ja, gefällt mir. Die Mumie. Ebenfalls 500 Helix-Credits. So, dann haben wir die käuflichen auch durch. Hier haben wir die ISO-Rüstung. Die könnt ihr nur über eine Quest bekommen. Und aufmerksame Abonnenten meines Kanals wissen natürlich, dass ich dazu bereits ein Video veröffentlicht habe. Die ISO-Rüstung. Und diese Rüstung ist der sogenannte schwarze Kapuzenumhang. Auch den könnt ihr nur in-game über eine bestimmte Quest kriegen. Und zwar müsst ihr da mindestens Level 40 sein und alle 10 Philakias, also die Kopfgeldjäger, umlegen. Danach müsst ihr noch in den Norden der Map reisen, dort eine Nebenquest erledigen, um einen vierten Schlüssel zu erhalten, mit dem ihr dann am Grund des Nils eine Truhe öffnet und dann kriegt ihr diesen legendären schwarzen Kapuzenumhang. Ja, und das war's. Alle Outfits in 3 kurzen Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü40.